Die ersten vier Schöpfungsbereiche sind uns vom lieben Gott geschenkt worden. Die mineralische Natur, die pflanzliche Natur, die Tiere, der Mensch, die Krone der Schöpfung. Ne? Und wir haben jetzt sozusagen noch eine fünfte Schöpfung dazugeführt, die der Maschinen und Methoden. Und diese Maschinen und Methoden, die nehmen uns sozusagen die Arbeit ab. Sonst könnten wir gar nicht so viel produzieren. Und ich kann nur jedem empfehlen, um sich das mal auch so ganz zu vergegenwärtigen, mal in Produktionshallen zu gehen, also in Produktionsfabriken und den Maschinen mal bei der Arbeit zuzugucken. Den Maschinen bei der Arbeit zuzugucken, das ist ein Genuss. Und was, Sie sehen nichts anderes wie umgesetzter menschlicher Geist. So, jetzt kommt ja unser Steuersystem aus der Selbstversorgungswirtschaft. Da gab es wenig Maschinen, Hacker und so, ne? So ganz kleine Maschinen. Und wir koppeln den Konsum der Gemeinschaft an unsere Arbeit. Da die Gemeinschaftsaufgaben immer größer werden und die Maschinen uns immer weniger Arbeit übrig lassen, Gott sei Dank, wird die Arbeit immer teurer. Und die Arbeit wird so teurer, dass sie keiner mehr bezahlen kann. Das ist ein Phänomen, was sich in den letzten 20 Jahren exponentiell entwickelt hat. Die Arbeit ist so teuer geworden, dass wir glauben, wir können sie nicht mehr bezahlen. Und jetzt haben Sie ein gewisses Verständnis für die Manager. Was macht ein Manager von morgens bis abends? Der wägt ab, was ist günstiger, menschliche Arbeit oder Maschinenarbeit. Muss er machen, ne? Sonst geht die Firma pleite. Und da die menschliche Arbeit immer teurer wird und auch eben, weil sie belastet wird mit unseren ganzen Gemeinschaftsaufgaben und die Maschinen werden dagegen sogar subventioniert durch die degressive Abschreibung und unsere Möglichkeiten, solche Maschinen hervorzubringen, werden immer größer, siehe Internet, wird natürlich immer mehr diese Arbeit eingesetzt. Und da wir alle unsere Systeme an die Arbeit koppeln und auch dann auch noch diese altkalvinistische Ansicht haben, wenn ich arbeite, soll auch nicht essen, ne? Hat es zur Folge, dass wir anfangen, und das kann man schon sehen, in der Fülle, wie Goethe es sagt, in der Fülle zu verhungern. Also uns, die Güter stehen uns sozusagen so in Ohren raus, ne? Aber wir kommen nicht ran. Und deswegen ist der Ruf nach einem Recht auf Arbeit völlig antiquiert. Was wir brauchen, ist ein Recht auf Einkommen. Weil nur wenn Sie ein Einkommen haben, in der Fremdversorgungswirtschaft, können Sie an der Gesellschaft teilnehmen. Ohne Einkommen geht es nicht. Haben Sie schon mal ausprobiert? Geht es nur, wenn Sie den totalen Verzicht leisten. Ne? Also Fasten, ne? Von morgens bis... Ich kenne jemanden, der wohnt in der Nähe von Basel, der ernährt sich von Luft. Das ist ein echtes Experiment. Also glückt nicht jedem, mir auch nicht. So, und jetzt müssen wir uns doch fragen, ich gehe noch einen anderen Gedankengang erst. Also wir sehen, dass wir dort, wo wir Güter hervorbringen, wo wir an der Naturgrundlage arbeiten, wo die Maschinen eingesetzt werden, dass dort uns die Arbeit ausgeht, immer weniger wird. Weil in dieser Arbeit regiert Effizienz, Produktivität, Sparsamkeit. Das ist die Arbeit, die auch wir alle als Arbeit anerkennen. Die weisungsgebundene, bezahlte, sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit. Wollen Sie es auswendig lernen? Es ist schwierig, ne? Die weisungsgebundene, bezahlte, sozialversicherungspflichtige Erwerbsarbeit. Das ist unser Arbeitsbegriff, den wir haben. Und den hat in erster Linie die Männerwelt übrigens. Ne? Vergleichen Sie mal so von Mann zu Frau die unterschiedliche Begriffswelt im Arbeiten. Ne? Also die Männer haben mehr diesen Begriff. Die Frauen haben einen anderen Arbeitsbegriff. Warum? Weil sie wissen, es gibt so viel Arbeiten zu machen, bezahlt kein Mensch. Jetzt
Jetzt habe ich mich so richtig eingeschmeichelt, ne? Merken Sie? Aber das ist wirklich eine Realität. Ich mache immer wieder die Beobachtung, dass manche Frauen ganz konsterniert sind, wenn sie hören, was ihr Mann für einen Arbeitsbegriff hat. Die Männer haben, ich weiß, dass das eine oder ganz andere nicht gern hört, aber die Männer haben so den Begriff, naja, also bevor nicht alles klar ist, fange ich nicht zu arbeiten an. Arbeitsvertrag, wie viele Stunden, wie viel Urlaub, wie viele Pausen, ne? 15 Minuten oder 15,8 Minuten und so, ne? So. Vorher fängt der Mann normalerweise nicht an zu arbeiten. Bei der Frau ist es ganz anders. Die Frau sieht das Problem und ergreift die Arbeit. Ne? Dem Mann muss man die, ich übertreibe jetzt natürlich maßlos, ne? Dem Mann muss man die Arbeit anbieten und die Frau ergreift die Arbeit. Das ist ein ganz eminenter Unterschied. Und die Frage ist, wie kommen wir jetzt dahin, dass wir alle die Arbeit nicht angeboten bekommen müssen, sondern dass wir sie ergreifen? Weil wir den Grund unserer Arbeit in unseren Mitmenschen sehen. Ne? Ich bin Vater von 7 Kindern, ne? Also da können Sie nicht einfach sagen, ja, halt mal, was bekomme ich denn dafür? Ne? Familienarbeit ist ja ein riesen Arbeitsgebiet. Ne? Und wie sagen wir Männer so schön, gehst du arbeiten oder bist du zu Hause? Mit 3 Kindern. Ne? Merken Sie, wie wir den Arbeitsbegriff umdenken müssen. Und was uns erwachsen ist in den letzten Jahrzehnten, ist ein neues Arbeitsgebiet, was es früher nicht so gab, weil die Familien noch eine ganz andere Komplexität hatten. Das ist das, was ich nenne die Kulturarbeit. Die neue Arbeit ist die Kulturarbeit, also Erziehung, Bildung, Sozialfürsorge, Kunst, vielen Dank, Familienarbeit, Altenpflege wird immer größeres Gebiet. Also können Sie in Ihrer Arbeit, die sich nicht an die Naturgrundlage wendet und jetzt versucht, mit Hilfe von Maschinen unter den Gesetzen von Sparsamkeit und Ressourcenschonung daraus Güter zu machen, Output zu generieren, sondern Arbeit, die sich an den Mitmenschen richtet, und wo es eben dann nicht auf Effizienz und Produktivität aufkommt, sondern auf mitmenschliche Zuwendung. Das wäre schön, wenn Sie das gleich sich in Ihre Herzen nehmen würden. Ne? Mitmenschliche Zuwendung. Also wenn Sie zu uns in den Laden kommen, das sage ich jetzt, weil hier so ein paar Mitarbeiter von uns sind, die wollen mal sehen, was der Chef für ein so daherredet. Ne? Wenn ich die Ware einräume ins Regal, dann ist eine Frage der Effizienz und der Produktivität. Wenn aber Sie als Kunde zu uns reinkommen, was wir hoffentlich ganz schön tun, ja, dann kommt es darauf an, ob meine Kolleginnen und Kollegen in den Filialen jetzt wirklich eine mitmenschliche Zuwendung zu Ihnen zeigen. Wie wollen Sie das organisieren? Wie wollen Sie das bezahlen? Und da ist nicht eine Frage der Sparsamkeit. Also ich versuche jetzt diese zwei Arbeitsqualitäten sozusagen Ihnen anschaulich zu machen. Da ist es nicht eine Frage der Sparsamkeit, da kommt es natürlich bei der Produktionsarbeit drauf an, sondern es ist eine Frage von Freigebigkeit. Stellen Sie mal vor, Ihre Lehrer, die wären Sie vor Sie hingetreten und hätten gesagt, wie kommen wir jetzt mit möglichst wenig Preisgabe unseres Wissens dazu, dass die Kinder das lernen. Ne? Sie haben recht, habe ich noch nie so gut formuliert. Ne? Also, aber es ist doch eine unmögliche Vorstellung für Sie als Lehrer. Ne? Und wie wollen Sie jetzt den Output bemessen einer Arbeit, zum Beispiel eines Grundschullehrers? Den Output. Das wissen Sie doch selbst. Die Leistung Ihrer Lehrer haben Sie meistens erst nach 20, 30 Jahren richtig beurteilen können. Ne? Stimmt's? Also mir ging es zumindest so. Vielleicht stehe ich auf der Leitung. Ne? Aber das wissen Sie gar nicht, wo sich das verläuft und wann das wieder hochkommt. Also Großzügigkeit, Freigebigkeit muss man da haben. Und was der große Unterschied ist zwischen der alten Arbeit und der neuen, lassen Sie mich mal so das nennen, die alte Arbeit muss natürlich strukturiert werden, die muss organisiert werden, die ist leitungsgebunden. Also wenn Sie in einer Maschinenfabrik arbeiten oder in einer Automobilfabrik, dann können Sie nicht jeder machen, was er will. So ein Auto würden wir wahrscheinlich nie kaufen. Aber wenn Sie in dieser neuen Arbeit sind, in der Kulturarbeit, der neuen Arbeit, da kommt es aus einzelmenschlicher Initiative drauf an.